Wem sagst du das? Und so ist das Leben. So, Alan. Ja? So ist das Leben da. Nicht besser. Da haben wir heute Zombies. Danke. Draußen haben wir die Wappler bei uns. Das ist üblich. Je höher es in die Führungsebene geht, desto höher, desto größer die Wappler. Nein. Ja, hallo Leute, auf jeden Fall herzlich willkommen hier im Stream. Ich glaube, die Folge darf ich erst in ein Jahr ausstrahlen oder so. Nein, Scherz. Irgendwer hat auch gesagt, das war auch nach einer Besprechung oder so. Ich glaube, das war nach der Besprechung, wo wir erfahren haben, dass wir quasi nicht mehr Merkur, sondern Biller werden. Mhm. Und das war ja wirklich eine heftige. Also ich glaube, wir haben 2 Stunden da herum diskutiert, ja. Das war uns ja allen nicht recht. Mhm. Weil wir genau gewusst haben, was auf uns zukommt, ja. Ja. Also, ich meine, ich bin jetzt nicht der Übertrüber, aber es ist halt. Also du kannst das Biller nicht vergleichen mit Merkur und jeder, der sagt, das Biller Plus ist genau dasselbe wie Merkur früher, das ist es überhaupt nicht. Na, ich sag mal, Merkur ist die Edelmarke von Biller gewesen oder so, oder also, irgendwie so. Allein schon das Personal und dann, dass du weiter drauf kommst, weißt du. Heutzutage, es gibt Sachen, das hätte es nie gegeben bei Merkur, was heute geduldet wird oder so. Mhm. Oder auf was für Ideen die kommen. Ja. Ich glaube, das sollten wir mal alles ohne Stream reden drüber. Gut, ich habe das auch schon in der Besprechung gesagt, ich habe das mal schon auch gesagt. Okay. Irgendwer hat gesagt, da können wir uns auch bald Personal wie bei Jugend am Werk suchen. Hat der uns mal gesagt, habe ich gesagt, das brauchen wir nicht, das habe ich rund um die Uhr da. Ich habe wirklich. Bist du schon da? Ja, also wo da? Im Spiel da. Im Spiel bin ich. Und sie gehen dir eine Einladung, dass ich auch mal dran denke. Wollte ich nämlich auch gerade machen. So. Muss ich schon wichtig annehmen überhaupt? Ah, du hast einen Quest begonnen. Keine blöde Idee. Nein, das kriegst du nur automatisch, weil du die Einladung angenommen hast. Ah. 15 Uhr. Quasi die Quest, die ich habe, kriegst du jetzt nochmal. Geht sich da noch ein Quest da raus oder warten wir bis zum Blutmond? Ich mache jetzt keine mehr. Ich tue gerade meine Munition. Verstauen. Munition habe ich im Gewehr 353 und 333 Schrot. Ja, jetzt bevor es blutig wird, wenn der Mond kommt, was checke ich da jetzt nicht? Was willst du mir sagen? Ach so, das war jetzt eh schon länger nicht, aber wir hatten das schon ein paar Mal. Das war halt früher noch auch zu FIFA-Zeiten. Das ist jetzt auch keine Kritik oder so. Aber wir haben das oft so gemacht, dass wir dann ein Spiel zu zweit begonnen haben, weil wir gesagt haben, ja, zu zweit ist schon cooler irgendwie. Mhm. Ja. Und quasi du hast dann, obwohl du Solo machen wolltest, dann quasi ein neues Solo-Projekt begonnen. Weißt du? Kommst du soweit mit? Bedingt. Also du wolltest zum Beispiel, ich nehme das jetzt als Beispiel, ja, Solo Snowboarder machen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es wäre auch cool zu zweit. Oder du hast auch gesagt, wäre auch cool zu zweit. Und ich habe gesagt, dann von mir aus können wir es machen. Mhm. Ja, dann haben wir quasi Snowboarder gemacht, so jede zweite Woche oder jede dritte, wie es halt bei FIFA zugelassen hat. Mhm. Ja? Und du hast dann gesagt, okay, du machst jetzt auch ein Solo-Projekt, ein anderes, weiß ich jetzt nicht. Sagen wir jetzt das Siedlerspiel. Mhm. Ja? Ja. Damit war ja dann wieder weniger Zeit, weißt du, für unsere Sachen. Weil du quasi das Solo-Projekt ein neues Solo-Projekt gemacht hast. Zusätzlich zu den anderen Solo-Projekten meinst du jetzt? Genau. Und in der Theorie, wenn du wirklich, sag ich, die Front oder das zu zweit spielen willst, ja. Mhm. Wenn ich eine Sucht habe, dann spiele ich sowieso allein auch. Ja. Dann ist wurscht, ob nicht oder nicht.
dann kann man ja sagen, okay, du nimmst das als Solo-Spiel mit mir und wenn du drauf Lust hast und es ist dann dein Solo-Tag, dann spiele ich halt mit. Mhm. Und du meinst sonst? Und wenn ich halt wirklich keine Zeit an den Tag habe, kannst du irgendein anderes Solo-Projekt, weil du hast ja genug zum Beispiel machen, weißt du? Mhm. Und wenn es ist so wie Samstag jetzt, weil du machst jetzt Samstag 1 und ich hätte dann doch Zeit, dann kannst du sagen, okay, ja, ich habe doch vielleicht Lust auf The Font. Okay, jetzt check ich's. Mhm. Achso. Mhm. Aber nicht, dass wir das jetzt als Viertes hinzunehmen eben. Ja. Sondern wenn du Lust hast, dann, okay, dann spiel ich halt auch gleich mit. Mhm. Gut, das sollte dann aber was Kleineres sein, weil zum Beispiel The Front ist ja dann auch wieder eher ein großes Projekt. Ja gut, aber das würdest du solo ja auch dann nicht öfter spielen. Ja. Das meine ich. Es kommt dann auf selbe Dings. Mhm. Mir ist egal, ob ich das dann alle 3 oder 4 Wochen spiele. Verstehe. Mhm. Also wirklich diese Projekte, die wir dann halt auch uns zu zweit vorstellen, so machen. Und zum Beispiel Remnant ist dann sowieso solo. Genau, was du dir vorstellen kannst. Wenn du sagst, na, du möchtest das wirklich mal allein probieren, dann okay, verstehe ich auch, ja, spielst allein. Mhm. Oder du möchtest das als Zwischendurchprojekt eher so machen. Von mir aus, ja. Mhm. Habe ich auch kein Problem damit, ja. Mhm. Aber so wie du sagst, du würdest gerne vieles zu zweit auch spielen dann. Ja. Wäre das so ein Anfall, um ein zusätzliches Projekt zu zweit zu schaffen, aber uns keine Zeit jetzt, uns beiden jetzt zu nehmen, in dem Sinn. Mhm, ja. Du nimmst uns unseren Projekten keine Zeit weg und du nimmst deinen Projekten auch keine Zeit weg, weil du würdest es ja sowieso ab und zu mal spielen. Mhm, stimmt, ja. Jetzt weiß ich. Und ich bin so hyped, dass ich die ganze Zeit im Bunker stehe und nur im Kreis drehe und da einmal links ein bisschen gehe, einmal rechts sowas abbaue. Aber weißt du, was ich wirklich gerne machen würde? Ich weiß das. Schiffen gehen. Ist auch eine Idee. Ja, ne. Aber du hast mir da jetzt einen Floh ins Ohr gesetzt irgendwie. Einen Floh habe ich ins Ohr gesetzt? Den habe ich zufällig getroffen letztens. Achso? Wie geht's dir? Aber nichts mit mir geredet. Achso, okay. Zumindest war er kurz angebunden auf einmal. Ja. Auch komisch. Ja. Du hast mir ein richtiges Alter, du hast mir ein richtiges Floh ins Ohr gesetzt, ey. Darf ich schon sagen, ein Floh ins Ohr gesetzt, Alter. Ich kann groß werden. Das eine Projekt, was du gesagt hast, das könnte ein richtig geiles sein, wenn wir Zeit hätten. Scheiße. Was denn? Weiß es nicht. Hm? Das weiß ich aber jetzt nicht, was ich gesagt habe. Wann war das? Vor kurzem? Vor kurzem. Ich sag nur 1950. Ah. Ja, sowas zum Beispiel. Wenn du sagst, okay, sowas willst du zu zweit machen. Ab und an. Mhm. Gut, das können wir nicht machen. Warum nicht? Weil wir nur einen Serverplatz haben. Fuck, stimmt. Auf das habe ich jetzt nicht gedacht. Na, obwohl... Das müssten wir testen. Mhm. Aber das müsstest du testen, weil dein PC stärker. Dass ich das mitzahle. Ja. Dass wir einen Offline-Spielstand machen, wo du immer online gehst und ich dazu stoß. Mhm. Was aber wegen dem Mod jetzt, weil du so geredest, ich habe mich ja auch ein bisschen mehr damit beschäftigt. Wir müssten uns dann auch mehr Mods runterladen. Nicht jetzt in dem Sinn von den. Von. Maschine, sondern eben von Maschinen, nicht Traktoren, weil du hast zum Beispiel einen Gruber manchmal erst ab 1969. Du brauchst wirklich einen alten Gruber dann. Mhm. Oder eine alte Sämaschine, weil sonst hast du sie nicht zur Verfügung. Ja, also ich möchte das jetzt eh nicht gleich jetzt machen, aber... Aber ja, so für sowas wäre es okay, ja. Ich meine, wir können sie auch... Muss ja nicht sofort sein, ja, wir können ja dann noch... Ja, vielleicht als Nachfolge... Wir werden eh noch viel spielen, aber als Nachfolgeprojekt von der Polenkarte anschließend gleich. Aber ist da nicht schon neues LS draußen? Ich weiß es nicht. Oder sagen wir dann auf jeden Fall... Ende des Jahres sollte es kommen. Ich meine, wenn das Neue kommt, dann werde ich fix hyped sein auf das Neue. Dann. Das ist ja dann das Problem. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das müssten wir irgendwie riskieren. Aber ich muss echt schiffen gehen, bevor das beginnt jetzt. Gut, es ist eh noch Zeit. Es ist erst 17 okay. Uhr. Aber bevor wir da jetzt weiterreden und dann... Ja, ist gut. Dann geh mal. Ich geh mal auch Richtung Bunker.
No. Jetzt hin, Alter. Warum ist da in der Richtung? Oh, es wird dunkel. Nein, was ich gemacht habe jetzt vor. Ich war beim Moga. Ja. Moga hatte Wochenende Deal. Football Manager 2024 um 30 Euro. Was mich ärgert, ich habe bei Steam die Aktion jetzt versäumt von Ghost. Ich meine, es kommt eh nicht jetzt gleich, aber trotzdem. Ja, eben. Schau beim Moga. Vielleicht gibt es da wieder so eine 3-Euro-Aktion oder so. Die hat es gar nicht mehr gegeben, wie ich reingeschaut habe. Da war schon bei das mir war schon eine Limited Bauchweg. War das Weekend oder war das? Weiß ich jetzt nicht. Aber es war so eine Limited, deswegen habe ich es gekauft. Also doch eine Limited Edition. Ehrlich? Nein, es war eine Limited-Aktion ist gestanden. Vielleicht so die letzte Quote, was sie haben oder so, ich weiß es nicht. Okay, ich sehe schon, was wir brauchen. Was denn? Wir brauchen Fackeln, hier so dunkel. Das wäre ein Scheißdreck. Achso, warum sehe ich einen Scheißdreck? Ich habe eine Lampe nochmal. Ja, musst du aufdrehen. Wirklich, ich denke mal, das ist scheißdunkel da drin, oder? So, ich finde den Bunker nichts. Also, da. Ein Eingang. Na, weil sie haben Aktion gehabt um 12 Euro. Statt 60. Ja, ich weiß. Ich habe es dann auch geschaut, wie viel es auf Steam kostet. Das habe ich echt versäumt. Ich denke, dass das noch immer 60 kostet, dann so Standard jetzt. Ja. Und ich habe mir gedacht, da ist nicht viel Unterschied aber gewesen, auch vom Angebot her zu einer höheren. Oh fuck, vielleicht hätte ich das Radl auch mitnehmen sollen. Falls ich abhauen muss. Ah gut, wir schaffen es eh nicht raus wahrscheinlich. Stimmt. Ist das hier noch ein Durchgang? Ist das hier noch nicht aktiviert? Nein. Ich mache das ja wirklich erst, wenn es beginnt dann. Okay. Bin echt gespannt, wie das funktioniert. Ich mache uns ja so einen kleinen Mini-Fluchtplan. Oh, ich habe gemerkt, dass eigentlich ist das aber lost, was ich da mache. Ja, eigentlich können es dann nicht dort auch reinkommen. Naja, ich mache nur einen Gang nach hinten. Ah, okay. Dass du da reinrennst und einer schießt, dann, wenn der nachladen muss, rennt er hinter dem anderen und dann schießt der andere. Aber ich überlege gerade, ob das nicht lost ist. Aber gut, das ist mehr Decke dann oben. Was denn? Ob sie nicht da durchkam dann eben. Man müsste irgendwelche Stacheln oben anbringen können. Bist du aber, das ist urruhig hier unten. Man hört ein bisschen Wind von oben, hörst du das? Aber sonst. Für was ist eigentlich dieser Nebenraum hier? Ich habe einfach zwei Räume gemacht. Ah, okay. Aber wollte ich Kisten machen oder habe ich eine Kiste besonders gemacht? Ich mache das aber jetzt doch anders. Oh, da ist Munition drin. Hätte ich vielleicht mitnehmen sollen auch. Sicher. Weil wenn wir wirklich sehen, dass sie durchbrechen... Wäre nicht gescheit, wenn du einen Block freilässt. Das mittlere. Wenn ich wirklich sehe, dass sie durchbrechen, dann baue ich das unter Axt schnell ab. Das sind 3-4 Schläge und dann ist der Block hier weg. Okay. Aber mir ist das Risiko jetzt zu groß, dass sie wirklich nach oben da...
Sagt, der wird eh nicht mit irgendeinem Benzin betrieben oder so, der Generator. So, oh. Haben wir da genug Benzin mit? Oh, hab ich denn jetzt mit? Ich hab gar keinen mit. Fuck. Ich hab. Achso, Scheiße, ich bin Vater. Ich mach das noch fertig, dann hol ich einen. Ich meine, der ist voll getankt, aber ich weiß halt nicht, wie lange, ob das die ganze Nacht haltet. Ja. Na dann, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Vor Ort, oder? Hä? Ich hoffe auch. Ich hab gar kein Radl da. Oh, mit dem Radl bin ich schon hergefahren. Ich muss schauen, ob ich was in meinem Bike hab. Dann brauche ich nicht bis raufgehen jetzt. Wann beginnt's? 22, oder? Ich glaube. Gut, da kann ich auch noch raufgehen. Stacheln habe ich keine jetzt noch mehr mit, gell? Stacheln? Ja. Wir hätten eigentlich da. Keine. Naja, wir hätten da im Zwischengang auch noch Stacheln hingeben können. Zusätzlich, vielleicht. Als letzte Barriere. So, ja. Aber gut, wenn sie dann vielleicht wirklich nicht durchkommen. Dann rennen wir selber rein dann. Oder müssen es abbauen. Ja gut, abbauen geht ja dann eh schnell, aber... Gut, jetzt ist eh wurscht. Da rennen die Schmieden noch alle brav. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich in der Holzkiste noch Holzstacheln. Und es hat Boom gemacht. Aber das heißt, in Zukunft frage ich dich, ob du an dem Projekt, was ich gerade anfangen möchte, auch mitmachen möchtest. Quasi. Du musst mich jetzt nicht unbedingt fragen, weil, wie gesagt, wenn, mache ich es eh auch alleine. Mhm. Und dann ist so. Aber ich meine nur. Aber wenn du sagst, du würdest es gerne zu zweit machen. Und wenn du es alleine machen willst, du musst zu zweit. Aber dein Fahrrad liegt da. Oder ist das nicht deins? Muss aber dann sein. Das meinst du, was da liegt? Ja, ein weißes und ein rotes liegt da. Ein rotes meins. Okay, dann liegt mein Fahrrad dort. Ja? Ja, dann kannst du natürlich sagen, hey, ich würde das gerne mit... Achso, ich kann die ja gar nicht da platzieren, weil ich ja... Da überall, ich kann die nur da platzieren. Was willst du denn platzieren? Yay, über bei diesen Zwischenräumen hätte ich es platziert. Achso. Noch. Ja gut, ich mach das mal jetzt so. Was kann man nicht? Und was wir dann auch machen, ich kann... Schau mal, da kann man eh noch rüber. Als, aber ich würde mir das als... Was, letzte Versicherung. Als letzte Versicherung. Wenn sie wirklich durchbrechen, dann baue ich die schnell hier, dann kann ich, habe ich Zeit zum durch. Mhm. Ja, gute Idee. Boxen. Wenn, kommen sie eh hier durch. Und dann kann ich da schon den Durchraum durchzumachen. Ich hätte auch Holz mit, ich könnte jedes Mal einen Block bauen und gleich zubauen. Mhm. Da wäre es aber sinnvoller, wenn wir sie dazu bauen, oder? Gut, da leiden sie keinen Schaden. Nee, also überleben werden sie es trotzdem. Aber wir haben Zeit einmal da nach hinten dann. Mhm. Ja, also gut. Wenn ich aber ich glaube, es wird funktionieren. Aber ja. Wir haben ja auch genug Schuss, das heißt, wir können ja schon Milch schießen sowieso. Ja, ja. Aber ich würde sagen, erst wenn sie wirklich nahe kommen. Ah, ich würde auch schon hinten ein paar Mal drauf schießen. Okay. Zumindest auf die Fetten. Und auf die Kriecher. Mhm. Weil die Kriecher habe ich eigentlich vergessen. Und die Kriecher sind dann da. Ich habe das nämlich ja komplett anders gebaut, ist mir eingefallen. Ich habe ja... Oh, ich bin ein Trottel. Upsi! Sag jetzt nicht, was passiert ist. Ich habe sie gesehen. Ich habe das anders gehabt. Ich habe eins an der Decke gehabt von innen und eins darunter. Das heißt, er hat quasi oben und unten gemetzelt. Mhm.
Also ich habe das so bis jetzt ist nur seitenverkehrt gehabt, quasi dass es ja so von oben runter geht. Dann hatte ich darunter alles. Das möchte ich dann eben auf Dauer dann eben ändern. Und ich möchte eben das als Durchgang 1 machen. Ja. Dann möchte ich das Ganze, also möchte ich das hier bauen, aber mit einer eigenen Schaltung für den Strom. Und wenn wir sehen, sie kommt, oder man kann ja auch eigentlich sagen, war da hinten generell, man wartet hier dann auf die Zombies. Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Aber kannst du in die Drohne was reingeben? Wenn ich die Drohne anklicke? Ja, also ich darf nicht mehr reden mit ihr, Alter. Ich muss ein Passwort eingeben, wenn ich mit ihr reden will. Jetzt glaube ich geht's. Hat ein kleines zusätzliches Inventar, finde ich super. Ja, stimmt. So, Vorschlaghammer ist wichtig, Axt ist wichtig. Siehst du, was brauche ich denn zum Reparieren für einen Vorschlaghammer eigentlich? Reparaturkits. Okay, da habe ich hier 4 mit. Ich habe nur 1 mit. Fällt mir gerade auf. Aber ich habe alles voll eigentlich. Bis auf Vorschlaghammer leicht. Ich habe nämlich so eine Art Sniper mir gebastelt. Und Waffen brauche ich kurzes Eisenrohr. Okay, da brauche ich auch nämlich ein Reparaturkit. Ah, du hast deine gebastelt. Okay. Ja, also ich habe so eine Unterhebel-Repetierer und da habe ich mir jetzt drauf gemacht einen Sichtbereich Vierfach-Mod und einen Schalter von einem Gewehr 2 Bahn. Das heißt, ich sehe bis an die Tür davor und dann immer, wenn er kommt, bam, bam, bam. Wenn es funktioniert, wenn nicht, dann sind wir gepickt. Das ist nice. Und dann schaue ich halt, dass ich dir die näher kommen wegrotze. Oder wenn du nachladen musst. Und ich habe auch schon eine Idee. Ja. Wenn wir tatsächlich dann irgendwann einmal weiter erkundet haben und eine zentrale Base brauchen. Dass wir da irgendein Haus dann beschlagnahmen und ich das nicht in so dicker Manier mache, sondern so im Gänsemarsch quasi. Das ist so ein Eingang, so zickzack wie ein Labyrinth und in jedem Labyrinth sind halt irgendwelche Fallen drin und Geschütze von oben oder so. Und du könntest auch so machen, dass sie von unten gehen und wir tun von oben runterbötzen oder so. Ach. Zum Beispiel, ja. Dass sie zum Beispiel da so entlang gehen müssen, so eine Wand und da oben steht ein Geschütz, da steht ein Geschütz. Und die ballern halt auch schon. Und wird jetzt so eine Klingenfalle drin. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht probiert, so eine Klingenfalle mal seitlich zu stellen. Ob die dann... Also man ist das seitlich an die Wand stellen? An die Wand. Bist du aber... Das müssten wir beim Eingang probieren. Wenn du da bei dem Block links und rechts so stellst, weißt du, was ich meine? Dass du quasi da eine herstellst. Ja, und auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite und bam, 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 bam. Ja, wenn wir dann Stahl haben, dann kann man viel mehr mit Fallen machen. Ja. Halbe Stunde noch. Ingame-Zeit. Ja. Na gut, was gibt's sonst zum Quatschen? Ja, das mit dem Projekt habe ich jetzt verstanden. Also da frage ich dich, ob du dann mitmachen möchtest. Wenn ich es als Solo-Projekt sehe. Beziehungsweise wenn du auch wirklich willst, ja, was sollst du das Fall machen? Wenn du sagst, nein, du spielst es eh allein, dann spielst du alleine. Ja, ja. Ich bin jetzt nicht böse, wenn du irgendwas allein beginnst. Außer es war ultra alles. da gibt es einen Headshot. Okay, das heißt Entschrouded, wenn ich beginne, Solo. Würde mich jetzt nicht stören, ja. So. Man ist es, wäre schon geil, aber ich weiß halt dann zum Beispiel, dass das nur alle 4-5 Wochen wäre. Ja, das da bist du dann. Und dann würde ich es halt nicht sogar, weil dann würde ich sowieso einen Solo-Spielstand spielen. Ja. Aber ich rede jetzt von irgendeinem Spiel, was ich mir vielleicht auch überlegt habe, schon länger, aber irgendwie, das passt jetzt nicht so ins Konzept, nicht im Plan, zu viel. So wie Front meinst. Genau, das wäre zum Beispiel.
Das würde ich hätte ja eigentlich jetzt, ich wollte Arc beginnen, dann hat es gesagt, okay, wir machen Arc nach No One Survived, ja. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, dann mache ich jetzt The Front. Jetzt machen wir kein No One Survived, jetzt bin ich aber da so hyped, jetzt mache ich No One Survived. Mhm. Dann hätte ich The Front gemacht. Ja, muss ich unterbuttern hast lassen für Waft. Ich meine, Waft ist egal. Aber ich habe schon festgerechnet, dass Arc kommt dann. Ja gut, weißt du, da hätten wir uns wieder einen Server leisten müssen. Gut, aber ich dachte, das war ja dann fix, dass wir... Ja gut, nach Raft bestehe ich drauf, Alter. Das soll jetzt sparen, Alter. Hörst du sie? Ja. Wir haben nicht eingeschalten. Aber... Stehst du links oder rechts? Dass man es nicht denkt, wäre. Ja. Ich höre sie oben um sie, ja. Ja, das sind in die... Wir rennen gerade in die Fallen ran, oder? Ab runter kommen tun sie nicht. Sie kommen nicht runter, weißt du das? Kannst du abdrehen? Ich renn raus und wenn sie kommen, dreh wieder auf. Sie sind gar nicht eingeschalten. Sind eingeschalten. Na, das steht. Achso, da. Ah, okay, ich hab's ausgeschalten. Okay, der obere, genau, der ist nicht eingeschaltet. Er ist auch nicht verbunden. Das ist nur der untere. Okay. Das heißt, der untere gehört dann eingeschalten. Ja. Ja. Die kommen aber nicht. Sie sind erst oben alle in die Stacheln reingelaufen. Es kann nur sein, dass sie den Richtungswechsel dann erst machen müssen. Ich drehe mal auf. Ich hoffe nur nicht, dass sie uns wirklich am Schädel fallen, wortwörtlich. Da kommt schon welche. Aber der Grieche unten ist auch elektrifiziert worden. Der elektrisiert werden sie eh. Das waren aber nur zwei jetzt. Ja. Vielleicht kommt das. Weißt du, dass ich da jetzt echt Schiss hab? Vertrauen wir das Spiel. Das Gute ist, ich bin bis rausgekommen, ohne dass einer gekommen ist. Das heißt, wir würden sogar rausschaffen. Aber da kommen wir weg. Bitte? Da kommen wir welche schon. Da ist einer. Ich habe jetzt nur auf die Griecher geschossen. Sie sind schon irgendwo durch? Oh! Oh mein Gott! Hast du das noch wirklich ganz zugemacht? Ja. Alter. Was ist jetzt los? Nein, was ist jetzt los? Ich glaube nicht. Es kommt eine Fehlermeldung bei mir jetzt. Naja. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, Alter. Das ist uncool jetzt. Da war ein Loch auf jeden Fall. Bis rauf ein Loch. Okay. Ich kann da jetzt nichts machen. Kommt das jetzt wieder oder nicht? Ich probiere reinzukommen. Oh, Leimann, ich bin... Oh mein Gott. Wenn du runterläufst, muss man sagen. Oh, das sind bei dem einen Loch, aber das habe ich komplett zugemacht. Ich nähere mich jetzt im Bunker. Ich komme runter. Ja, was? Bahn frei. Okay. Wenn du drin bist, kannst du wieder einschalten. Ich versuche da das zu mauern damit. Ja. Oh, das ist ein ganzes Loch, den Plan zerstört. Aber ich schwöre dir, ich habe es wirklich zugemacht. Mit Stein.
Zumindest, da, weißt du, zumindest das, was ich gesehen habe. Sind schon mehr unten? Ja. Aber vielleicht ist es sicher. Wir machen auf die eine Seite trotzdem jetzt komplett Holz. Ich weiß auch, warum die da oben gelaufen sind. Als in Loch wollten. Das sind schon viele Schweine, oder? Wenn, du musst mir sagen, was eng wird, ja? Ja. Ich komme sofort. Passt, dabei ist wieder safe. Ich bin da bei dir. Die Schrode Scheiße, komme ich gerade drauf. Aber das muss ich mir dann anschauen, aber ich habe oben wirklich. Ich hab wirklich dort, wo... Wirklich dort, wo das Loch war, hab ich über die Steine reingegeben. Ah, jetzt funktioniert's. So Salbenschüsse sind besser, wenn ich reinpötz. Ich habe den Hebeldings genommen, damit ich den Headshot verteilen kann auch. Oh, pass auf, Spucker. Muss nachladen. Oh, die Waffe ist kaputt. Ich merke auch, die Shotgun halten nicht so lange, weil die alle von den Schüssen. Ich dachte, sie wären gleich tot durch die Shotgun. Nein, ja, das ist nämlich schon Schaden. Aber es ist nicht so stark, glaube ich. Weil da vorne rechts ist es auf die Sandwich und nach unten links. Ja, sieht gut aus. Halt noch nicht viel aus. Also, das müssen wir länger machen. Den Gang, gell? Ja. Polizistenspucker. Okay, der ist down. Boah, die Munition geht runter. Was für einen Munitionstyp verwendest du? Ein Valve 7,62 mit dem Unterhebel. Okay. Ich würde mich eher auf Nahkampf jetzt spezialisieren, also auf Schrot. Ich habe nur noch 47 Schuss. Mal an. Oh, und da muss ich immer nachladen. Da ist ein Spucker hinten. Ja, das ist so ärgerlich, dass ich die Schrot verloren habe. Bei der Mission. Was ich noch bauen kann. Wir hätten die Schrottürme mitnehmen sollen vielleicht. Was hätten wir? Die Schrottürme mitnehmen sollen. Ja, ich kann das nächste Mal eher. Ich wollte sie halt dort lassen, weil wenn sie hart auf hart kommt, dass wir dort dann noch die Zwischenbase machen. Wenn wir sterben oder so. Mhm. Das ist auf jeden Fall machbar in dem Punkt. Ein paar Dinge weiter sich verbessern. Vielleicht, dass ich einen Gang links mache und rechts. Und einem Fenster, dass wir das dann zwischenzeitlich auch reparieren können. Mhm.
einmal Platz auf Portugal. Alter, der Geschütze ganz, ganz kaputt gemacht jetzt da. Ja, links ist noch eins. Ja, aber das, aber die zwei vorderen da, die sind ganz weg, die. Zwei vorderen sind weg, ja. Ich höre sie links irgendwo neben uns. Ich glaube, ich sollte mir dann für sowas eher die Pistol mitnehmen dann in Zukunft als die Schrot. Macht die linke Seite auch wissen, sagen, da höre ich sie auch. Uhr. Ich gerade, weil sie von links kommen. Wir kommen immer Sattenwasser. Aber so funktioniert es gut dabei. Ja. Ein kleiner Schreckmoment, aber sonst. Aber ich weiß, was wir jetzt machen. Wir müssen halt schauen, dass wir unbedingt Stahl bekommen bis zum nächsten Mal. Und dann baue ich das gleich um. Also das oben unten. Das Loch ärgert mich jetzt wirklich. Sind. Vor allem, ich habe es wirklich zugemacht, das durch, man. Lass uns anschauen. Wie schaut es bei dir aus, munitionsmäßig? Gut. Oder? Glaubst du, ich kann mir was aus deinem Fahrrad holen? Oder sehr ungünstig. Was denn? Ob ich mir Munition holen kann von dem Vorrat. Ja, du kannst holen, ja. Kann ich mal ran. Was irgendwie drauf ist, gleich. Danke. Ich habe nochmal 150 Schuss genommen. Hey, unser Vorrat. Ja. Ich hab da Link für die Rucksäcke. Infiziert bin ich auch. Was auch ein ordentlicher Power, also ein XP-Schub, sowas. Ja, das auf jeden Fall. Gut, die Folie, die kommen eigentlich. Wäre geil, wenn die auf einmal reinfliegen würden.
Welche Munition verwendest du? Ja, ich auch die 7,62. Achso, da kannst du alles nehmen. Ich mache jetzt schon mit anderen. Ah, okay. Ich will schon mit der 9mm schießen. Ah, okay. Ich habe nur am Anfang, dass ich die hinteren wegkriege, die fetten mit Kopfschüssen, habe ich das mit dem Ziel von neu gemacht. Mhm. Dann kann ich jetzt auch weitermachen. 80 Schuss habe ich noch. Nein, ich muss meine bessere Zweitwaffe überlegen, glaube ich. Die Schrot, die. Ich glaube, die ist zum Looten gut. Dann. Mhm. So auf die Schnelle, bam bam. Pass auf. Auch nicht, wenn, ab. Auch nicht, wenn du nur einen Schuss hast zum Nachladen, musst gleich. Ich habe auch keine Zombies dabei. Schauen wir mal raus. Hier ist das dann ganz kaputt. Jetzt höre ich wieder was. Ja. Schau mal kurz auf. Ja, die haben da durchgebrochen auf jeden Fall. Das habe ich mir eh gedacht, solange das nicht 100% stabil ist. Ja gut, das ist das Kleinste, aber was mich ärgert, ist das da drüben. Ich glaube, die ganzen Stacheln sind weg da. Das war da daneben irgendwo. Okay, wow, da sind sie durch. Da weiß ich nicht, ob da das Loch überhaupt war. Scheint aber jetzt vorbei zu sein. Jo, haben wir gut gemacht. Nee, aber sorry, wenn das da wegen mir durchbrochen ist. Na, ich sag nicht, wenn ich hätte auch schauen können, ob es das ergibt oder nicht. Das war ja anscheinend so ein Zwischenraum. Aber ich, dort, wo ich, Blöcke hinsetzen konnte, habe ich welche hingesetzt, nämlich. Oh, war das ein Antibiotika? Nein, bitte, bitte. So, genau, zum Reparieren. Brauchen wir. Hast du Robotik oder ich Robotik? Weißt du das auswendig? Weiß ich nicht, aber du kannst es ruhig nehmen. Könntest du dich nur zum Eingang vom Bunker stellen und schauen, ob das noch funktioniert? Oh. Die ersten zwei. Warte. Redinger. Dann müsste ich mich zur Verfügung. Na, nur hinstellen. Ich sehe das von hinten, glaube ich, nicht so gut. Weil die sind nicht so aufgespießt. Ja, schalte mal an. Die gehen. Okay. Das die mittleren hat es am heftigsten erwischt. Also, und Benzin haben wir noch urviel. Also wir haben nicht einmal ein Zehntel verbraucht. Also ich weiß nicht, aber der eine hat Elektrofunken gesprüht und der andere aber nicht. Das heißt vielleicht, also der, so, der hat... Der fast am Eingehen war. Also die zwei sind, also der ist fast ganz kaputt. Ja. Der ist noch ein Viertel. Aber wie das ist auch fast ganz kaputt. Wie kann man die reparieren? Auch mit dem Bauwerkzeug. Der hat fast gar nichts. Scheiße. So. Ups, Entschuldigung. Was denn? Ich hab den einen zerstört jetzt. Na, Alter. Aber was für ein Bauwerkzeug? Ja, Hammer oder
die Nagel bist oder sowas, mit dem du halt brauchst. Ich habe jetzt mit diesem Schlagschrauber. Ja, mit dem tust du abbauen. Ah ja, genau. Upsi. Du meinst so nicht Clownhammer. Oh, Clownhammer, ja. Ah, mit dem machst du das? Der ist so, wie du normal baust halt. Der ich mach's mit der Nagelpistole, ich hab schon die letzte. Ah, okay. Von sehr, sehr nice, Alter. Gut, das heißt aber, ich weiß schon, wo ich umbauen werde. Aber jetzt heißt es Luti, Luti, Luti. Modus looten. Oder willst du Missionen machen? Missionen werde ich machen. Und looten halt. Bleiben wir jetzt hier wieder oder fahren wir rüber? Und machen die Missionen da gemeinsam weiter. Ich würde jetzt eigentlich in der Nähe bleiben, aber. Und ich da auch ein bisschen weiterkommen mit, auch mit den ganzen Ärzten und so. Mit den großen was bitte? Mit den Ärzten und so. Mit den Ärzten? Ärzten? Also Ärzten. Ärzten. Ah ja, ich glaube, es hat ja geheißen, dass ich dann auch am Abend fahre mal in die Schieferwüste. Erkunden wollte ich auch fahren. Vielleicht fahre ich auch erkunden und Loot. Weiß ich noch nicht. Ich will halt unbedingt diese, dass wir Dings machen können, endlich. Na? Schmerzmittel, nein. Na sag, wie heißt denn das? Dass wir Stahl machen können. Mhm. So, wo haben wir eine Robotikkammer hingelegt? Werkzeuge nehme ich an. Bam, bam, bam. Das ist geil. Okay. Ja, hat sie mir gesagt. Na, ich habe einen Brustpanzer gefunden, einen besseren. So. Siehst du, ich könnte schon, was für Waffen wir jetzt da jetzt noch haben, ob ich irgendwas Besseres sehe. Ah ja, genau, ich brauche Anti. Warte mal, Honig geht auch noch. Bam. Es ist sich gerade noch ausgegangen. Aus dem oberen Inventar nimmt er da eh nichts raus, Gott sei Dank. So, was wäre denn eine geile Waffe? So, ich dachte, du fragst, was eine geile Sau wäre. Wäre schon da. Da habe ich gerade weggefangen gehört.
Wollte ich jetzt doch suchen? Irgendwas habe ich. Selbstgebautes Gewehr. Gewehr. Hat auch 7,62 Munition. Ich müsste eigentlich schauen, was für Waffen ich craften kann. Ob ich eine Waffe craften kann, eine eigene. Ich habe gesehen, die Schrot hat Schwächen bei so Wellen. Was halt nur nah ist. Ja, und vor allem nur einen Schuss. Achso, du hast nur einen Schuss. Ja, die andere, die andere, die war geil. Die habe ich aber bei Steady, habe ich da in dem Gebäude verloren. Aber haben wir da nicht noch da eine gehabt dann? Nein, nicht, das ist nicht die gleiche. Okay. Ich glaube, es war das, ich auf jeden Fall spiele ich, aber gab es nicht so eine, sondern so wie eine Pappgun, so bam, 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 so mit Magazin? Ja. Also, dass wir eine haben. Das nein, ob es so eine da gab, ich glaube, oder? Glaube ich auch. Weiß nicht, du glaube ich hast schon für ihn gelevelt. Ja, das muss ich schauen. Ich sehe schon, dieses Öl, dann muss man langsam fahren mit dem. Weil? Also wegen die Steine, gell? Ja, 20 Schaden hab. Boah, der Steinachs. Ich fahre dann generell nur mal auf Straßen. Und dann Reparaturkit nehmen. So, Muni, 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 Munition. So viel Schrot baue ich jetzt nicht mit. Eisen. Ich so Werkbank. Hoppe. So doppelläufige haben wir abgesägte. Selbstgebaute. Automatisch. Eine automatische Schrotflinte. Gibt's. Ja, genau sowas. Aber die habe ich noch nicht frei. Bist du aber Schrotflinten habe ich erst 33 Bücher. Von 75, oder? Von 100. Von 100. Fuck, ich glaube, ich weiß, welches Gebäude das ist. Ja. Dreimal aufs Raten muss ich meinem... Ah nein, doch nicht. Oh, Alter, ich habe einen Hoch aus meiner Mission. Okay. Das ist ein Spital. Kannst dich gleich verarzten. Jagdgewehr, dem alle. Steppert oder M60 kann man da bauen. Scharfschützengewehr, bis steppert. Ich probiere mir das doch. Doppelläufige. Hat die mehr Magazine eigentlich? Okay, passt. Der zwei Schuss zumindest.
kriegen wir einen Bernhard. Alter! Das ist mies jetzt. Ah. Was? Es wird gerade überfallen wieder. Das ist aber nicht, dass ihr Rucksäcke droppt. Ein Bürogebäude ist ganz stark auf jeden Fall. Dann ein Bürogebäude. Wo aber bislang nicht wirklich. Was geil ist es. Ich wollte dich stören. Bitte? Ich glaube, die haben gerade eine Hausparty gefeiert. Hausparty. Okay, für die Abgesägte haben wir keine Mods, so wie es ausschaut. Aber gut, da haben wir jetzt. Warte. Kannst du mal schauen, weil du bist dieser. Dings. Dieser. Brauerei-Typ da. Kannst du mal schauen, ob du Großvaters Mondschein machen kannst? Ich bin nämlich da gerade bei einem Automaten, da kann man das kaufen. Das gibt dir 400% Nahkampfschaden, 100% Betäubungswiderstand, 20 Heilung pro Sekunde, Schadensvermeidung, 50%, Ausdauerwiederherstellung 60% und das da ganz eine Minute lang. Im Prinzip da kann ich das bauen. Aber? Mir fehlt eine einzige Zutat. Ach Gott, ich war schon. Auch schon immer weiterreden. Ich weiß schon. Na gut, was hab ich da jetzt für Missionen? Stufe 1? Säubern? Nein. Stufe 3 säubern. Na dann säubern wir mal. Ich merke schon, ich muss bald mit Medikits arbeiten. Boah. Und die Verbände wird dann manchmal schon sehr hagelig. Wie meinst du das? Weil ich krieg manchmal schon zu viel Schaden. Wenn diese grünen Zombies auch noch kommen, reicht mein Verband nicht mehr, dann brauche ich was.
besser ist. Was schneller mir. Was eine kickt. Was richtig so eine fetzt, weißt. Honig. Warte, war ich da nicht schon? So, ich bis jetzt nichts Geiles in diesem Gebäude gefunden habe. Absolut nichts Geiles, aber. Das ist blöd. Also da oben kommt die fette Überraschung mit dem Hauptpreis. Die fette Überraschung, fetter Zombie. Da waren schon welche dabei. Auf jeden Fall, in diesem Gebäude gibt es auch viel elektrische Teile. Holy shit. So jetzt. Ich glaube, du kommst auf mich zu. Boah. Da bin ich. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da jetzt vielleicht. Aber ich liebe auch keine Wasserbehälter mehr und keine Toiletten, weil da ist immer das Gleiche drin. Auch nicht wegen Papier? Eigentlich, wir haben momentan so viel Papier, was immer. Da könnte ich mich jetzt tote looten, zum Beispiel. Hier gibt es auf jeder Etage Heizung. Nee, da wirst du nur das. Ich setze zum Beispiel mehr Wert auf die ganzen Elektrogeräte. Geil. Da war schon 24 elektrische Teile hier drin, zum Beispiel. Mhm. Ja, weißt du, nur, dass ich es weiß, dann lasse ich es auch aus. Ja, du kannst sie auch eh auch nehmen. Ich meine nur, für mich persönlich ist jetzt nicht mehr so. Wasser und so nehme ich halt mit, weil ich da doch viel zum Kochen brauche. Und ich entsorge es, wenn ich Platz brauche, sagen wir mal so. Lustig. Was denn? Ach, sie ist durch, aber geht sie noch rauf? Ja, nehmen wir alles. Das lesen wir gleich. Alter, jetzt bin ich hungrig. Für was brauchst du noch mehr Papier? Ich weiß jetzt nicht mehr, für was wir das brauchen. War das nicht für Kleber? Das könnte sein.
da geht's dann wieder rauf. Ja, Benzin nehmen wir gerne. Okay, das ist zu mühsam. Bitte? Hast du gesagt, ich bin mühsam? Nein, das ist mühsam. Wow. Scheiße. Oh, oh, oh. Danke. Isabella, das ist kein Spiel für dich. Oh, das, ich glaube, das kommt ein Bär um die Ecke, oder? Ach so? Ja, aber es war kein Bär. Es war ein ganz großer, großer Zombie. Aber ich bin trotzdem jetzt angefressen auf dich. Wieso? Du hast gesagt, wow. So gesagt. Hast du was an mich das erinnert? Also, weil wo, ich nicht... Wo ist meine Mama? Wer hat sie gesehen? Bist du meine Mama? Das sind Zombies jetzt auf mich zukommen, aber ich habe überrascht. Isabella ist dann noch reingekommen. Hat sie dich auch überrascht? Ja. genau wie ich einen Zombie in den Schädel spalten wollte. Ehrlich. Sie hat auch so gutes Timing gemacht. So was. Oh, gut, die kündigt sich meistens voran. Papa! Mühsam heute, ha, Daniela. Was ist. Ist der Kassabe draufgeben? Ja, Wo? Alter, was macht. Auf der Toilette findet man 61 Bretter, Alter. Ah! Es sind nur mehr 6 Bücher! Und gleich nochmal, es sind nur noch 4 Bücher! Für was? Für. Dass wir Metall machen können. Ah! Das ist ein Horrorhaus. Ich höre irgendwie dann schreien. Ah! Oh, jetzt habe ich mich erschreckt. Ist nicht gut, wenn ich Zombies rennen höre, aber ich weiß nicht, von wo sie kommen. Jetzt gehe ich mal vorbei, weil mein bricht ein Zombie nicht mit durch, Alter. Alter, verarsch mich jetzt. Oder? Da war ich noch nicht. Nein. Oh.
Schon wieder? Was ist mit euch, Alter? Burn, Baby, burn, Alter. Alter, wieso kommst du da raus? Warte, beguckst du mich? Wieso? Was, Björn? Jetzt mal. Alter, da muss man runter. Bruder, ich bin schon Etage 5. Was geht's denn da noch hoch, oder? Gem Storage. Ah, ich bin jetzt über so ein Holzbrücke gegangen, quasi. Also so ein Holzbrett. Unten drunter sind Flammen. Und ist auf einmal ein Zombie gekommen und ich habe den Zombie genauso getroffen, dass er reingeflogen ist. Aber das wieder rauskommen. Ich hab ein Buch für dich. Was denn? Ich weiß nicht gern, wenn du mich da von hinten so rannimmst. Gott, ich sehe schon, desto höher ich komme, oder umso mehr Labyrinth wird es hier. Ist das geil. Ich bin in einer Bowlinghalle. Schön, dass es dich nicht geil ist. Ich finde es nicht geil. Okay, das ist jetzt weniger geil hier. Ich dachte, dass du mich nicht mehr attraktiv findest mit Björn schon. Oh, 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 oh. Alter, wo ist der Hund auf einmal herkommen? Wo ist der Hund? Hast du meine Dogge? Wow. Das ist jetzt so eine Ansage, aber ich würde sagen vom Vorzimmer. Ein Hund in einer. Oh, das packe ich jetzt nicht. Das wird's knapp. Airdrop. Habe ich doch richtig gehört. Oh, geil. Ich habe jetzt schon, ich glaube, 5 oder 6 von diesen Autobüchern gefunden. Ich auch eins. 7. Läuft. Jetzt haben wir schon 8. Oder wir können es bald ein Auto machen. Ölschiefer. Nicht viel, aber doch. Die Sandwiches sammle ich auch nicht mehr. Was? Ich bilde mal an, die braucht man für irgendwas. Und die habe ich immer, sammle ich immer. Ja, aber wir haben urviele davon noch. Also, aber wenn man dafür irgendwas Wichtiges braucht. Aber ich weiß nicht mehr, irgendwo. Bild ich mal an. Das war jetzt ein Reflex, bist du aber. Ich hab den Hund gesehen, oder? Und Papa haben. Schneller Sack genug, oder? Ich hab mir zuerst gedacht, oder was attackiert mich da? Ich sehe keinen Zombie, auf einmal schaue ich runter. Oh, Hund. Elektrische Fallen hast du, glaube ich, gell? Ja. Habe ich im Buch. Mich nervt, dass die auch so schnell sind. Das ist ein Ödland, oder? Ah, da sind sie schneller? Naja. Das sind ja generell stärker. Das sind ja zwei Totenköpfe generell, ja. Ah, okay. Weiter Stiefeln.
Ich muss unbedingt leveln, dass ich schneller mit dem Schlag Hammer noch Zuschlag. Ah ja, ich kann ein Level vergeben. Vorschlag habe ich auch. Achso, das sind die Bücher. Das ist der Schädelbrecher, glaube ich. Manchmal feiere ich das. Bitte? Ich feiere dieses Feature seit 21, dass man da durch die Türen durchschießen kann. Das hat mir jetzt echt den Arsch gerettet. Achso, man kann durch die Türen durchschießen? Was durch Holz? Ja, wenn ein Loch ist, kannst du durch das Loch durchschießen. Achso, aber das konnte man nicht? Nein, du konntest früher nicht durchschlagen, nicht durchschießen. Jetzt kannst du durchschließen und durchschlagen. Das rettet mir jetzt oft den Arsch, weil ich mache die Tür zu und schieße durch. Es waren vier Grüne in dem kleinen Raum. Fixer instant tot gewesen. Ich glaube, ich fahre zuerst heim, bevor ich zur Jen fahre. Aber wenn ich da durch bin eigentlich. Kein Platz mehr. Aloe-Creme ist nicht wichtig, oder? Musst du mir sagen, du bist der Mediziner. So, nein, ich brauch's nicht, oder? Das ist vielleicht auch wegen das. Du bist eine Schreien, ich glaub, ich oder? Bin im vorletzten Stock schon. Oder? Ja, fuck, du bist eine Schreien. Eine loste Schreien. In die Stacheln reinrennt. Aber ich habe gesehen, Schrotflinten gibt es keine geilen zum Leveln. Also noch nicht. Was zum Leveln? Also zum Herstellen. Die automatische wäre geil. Ich habe erst 33 Bücher. Das ist genau die letzte. Alter, ich bin schon wieder infiziert. Also ja, Aloe Vera kann vielleicht doch wichtig sein. Kann man damit nicht die Dings herstellen, die Antibiotika? So viel Essen da ist verbraucht in dem...
Nur aber es ist Hund. Begleitest mich in der Zombie-Apokalypse. Das auch geschafft. Was denn? Ja, infiziert. Ah. Soll ich mal gehen? Gleich. Komm gleich wieder.
sich angucken, wenn nichts. Weißt du, was für eine Diva sie ist? Das ist bei 9 mm Munition eigentlich, wenn ich die mal ausprobiere. Bist du da, Alex? So. Ah, da ist er auch wieder. Jetzt war ich ruhig knapp vom Sterben am Dach oben. Ach so? Dass jetzt eine Welle kommt, Alter. Bist du deppert? Also ich habe nur geballert und bin runtergelaufen und habe jede Tür hinter mir zugemacht. Hat sich ausgezahlt. Ich weiß noch nicht, ob sich ausgezahlt hat. Ich bin gerade bei den letzten Kisten. Nein, dass du rauskommen bist, meine ich. So. Ah, Tier. Das ist nicht der übergeile Loot dabei. Ich habe halt viele Bücher gekriegt. Schauen wir, was in der letzten Kiste ist, die man ja abbauen kann, auch weil sie zugesperrt ist. Klebeband und geschmiedetes Eisen. Bam, Alter. Das ist ja auch ein Checkpoint, bis der. Brauchst du jetzt unbedingt Klebeband? Ich brauche eigentlich nichts von den Beinen, wirklich. Okay. Was ist das dritte? Was denn? Na, als Belohnung, was ist das dritte? Ach so, nein, ich habe es aus unserer Kiste genommen. Ach so. Ich mache jetzt Reparaturkits. Wir haben nämlich gar keine mehr. Ich habe einen Raketenwerfer gefunden. Wow. Ja, es durch das Durchforsten, Alter. Das Schrot lasse ich einmal da. Auch wenn der doppelläufige geil ist, aber die. Jens, dir kann erzählen. Ich will genau ein Buch noch. Okay. Schnauze der Schreierin. Ist doch scheiße, wirklich. Das ärgert mich. Dies ärgert mich, dies. So, dann suchen wir mal den letzten Teil wieder. Voll schwer, bist du.
Was redet sie? Seht ihr genug Kuscheltiere? Also das, na. Jetzt, weil ich den Aufzug nicht finde, will ich mich runterbauen. Ja. Baue mich die erste Ebene mit 5000 Steinen durch. Geil. Okay, auf einmal kommt eine zweite. Denke mal, okay, vielleicht ist so eine Doppelschicht am Boden. Baue die auch ab. Baue ich genau in der Zwischenwand runter. Du Extremer, gell? Extremer, gell? Ja. Wir zwei erst einen Jahr ausgeschaltet, aber trotzdem. Na, so schlimm nicht. Was ist so schlimm? Ich hab gar nichts gemacht. Eh nicht, du. Achso. Isabella ist ein bisschen nervig heute. Jawohl, Mission fertig endlich. Bist du, Bruder? Ich habe jetzt auch gebraucht, dann mit looten und so weiter und dauernd weg sein, fast einen Tag, oder? Ich auch, aber jetzt bevor ich da raus bin, hast du mir mal. Aber ich kann noch schnell. So eine Stufe 7 Gebäude, also da muss ich mich jetzt schon ein bisschen besser vorbereiten, eigentlich schon. Ich würde mit Essen. Ich würde sicher Uhr drauf gehen. Ich habe kein Essen mehr. Ich habe glaube vier Eintöpfe verbraucht jetzt. Na, das war jetzt nicht so wow. Hast du irgendwelche Aufgaben? Stromzufuhr stelle ich nie gerne her, Alter. Wobei, das ist eine Nachtmission. Ich habe die erst einmal gemacht, die Mission. Die mag ich irgendwie nicht. Dann musst du was machen, da machen. Strom herstellen. Ja gut, aber was? Mit diesen Generatoren ist das. Ist die, wo du teilweise auch das Feuer hast und so. Na gut, mach mal ab. I would kiss you, but you know, apocalypse hygiene and all. Was kann das, Alter? Fliegen. Lerne zweimal so viel, zweimal so schnell oder etwas in der Richtung. Wie heißt genau das, was du brauchst? Hast du gesagt? Bücher? Was brauche ich? Bücher, was fehlt? Arbeitsstation. Werkbank mit Schmieden, Werkbänken, Zementmischern und Chemiestationen? Ja, wenn das das Arbeitsstation ist. Ja, könnte ich zwei kaufen. Also könnte ich eins kaufen beim Händler. Ja, nimm. Eins reicht aber, ja. Ja. Techplanet hat sie auch zwei. Barhocker, Alter. Genau, verbessert die Handwerksfähigkeit an der Arbeitsstation. Passt. Mein eigenes Traumhaus baue ich mir da auch irgendwann. Achso? Na, sicher. Aber ich habe gesehen, da gibt es ja alle Einrichtungsgegenstände zum Kaufen auch, was da gibt. Ja, habe ich gesehen auch, ja. Aber machen wir eine Garage. Am Pool. Mit Zombie-Blut gefüllt. Das Buch bringe ich zuerst zurück. Ich möchte es auch mal erkunden von anderen. Aber jetzt nehme ich das Buch dann. Dann schauen wir, dass wir ein bisschen Stahl machen.
Mhm. Und dann setze ich mich zu. Nein, dann fahre ich. Was setzt du dich dann? Zu Ruhe. Ach so. Dann fahre ich mal ein bisschen erkunden, dass wir... Weil uns fehlt eigentlich noch ein Schneegebiet. Mhm, stimmt. So, schau, welche Richtung ich da fahre am besten. Ich habe auch noch urwenig aufgedeckt auf der Karte eigentlich. Ich auch. Also ich habe schon einiges jetzt, aber... Nicht noch fast gar nichts. Boah, Trottel. Oh, Trottel, ich bin wieder infiziert. Oder what the fuck? Schauen wir mal, ich habe jetzt ein Solarpaket mal genommen. Okay. So, ich sehe, dass wir so einen Strom dann irgendwo noch selber herstellen. Mhm. Ich komme. Hab ich da noch welche drinnen? Ich höre dich. Oder soll ich dich spitzen? Ich habe die Schreien gleich ausgeschaltet, die da hergelaufen ist. Ah, okay. Bevor sie schreit. Die kommen jetzt wirklich öfter. Ja, es liegt also an den Schmieden. Am Fortschritt. Ja, nicht am Fortschritt, sondern dass jetzt viel mehr gleichzeitig läuft, weil vorher hatten wir eine Schmiede immer rennen. Achso, damit es wegen Lärm. Ja, genau. Jetzt rennen 7 Sachen gleichzeitig halt. Ob man einen schalldichten Raum machen kann? Nein. Also ich glaube, es heißt ja nicht Lärm, es hat ja irgendwas mit der Wärme oder so zu tun, heißt das in dem Spiel. So, oder? Ich bin bei der Bete. Wegen dem Buch. Sorry, ja. Ich wollte noch geschwind die Bete machen. Ich bin auch drin oben, danke.
Gut, das eine gehört dir. Glaube ich. Und die anderen sind offen bei mir. Also die können wir zum Händler geben, dann wenn okay, du sie nicht. Mir gehört da gar keins, ich hab das. Echt? Nein. Ganz für mich drin. Wasch. Ja, jetzt habe ich die Samen mitgenommen, das wollte ich nicht. Hier ist Buch. Ich dachte, die elektrischen Fallen sind deine. Zum Leveln. Warte, lass mich nochmal schauen. Okay, das habe ich dann irgendwie übersehen. Tut mir leid. Okay, passt. Na, weißt du. Ah, oh, ich weiß schon. Die habe ich ja voll. Ach so. Deswegen liegen die da drin. So, das Money legen wir da rein. Ist der Money Meter eigentlich ohne Ende? Dabei. Ja, ich sage, irgendwann müssen wir die ganzen Händler abgrasen und einkaufen. So, Fleisch legen wir da rauf. So, jetzt kann ich da Mission machen. Ich brauch dann nur. Naminam muss ich mal holen. Sehe Händler. Naminam ist immer oben, gell? Ganz oben. Ich weiß. Ich weiß. Da brauche ich bald eine zweite Kiste, Alter. Gut, das sind eh welche. Hier Solarzelle, Solarpendel. Also hier haben wir jetzt eine Sechskiste. So, ja, stimmt. Was denn? Melztiger verfolgen. Das ist nicht so billig. Das Reparatur jetzt machst du, hast du gesagt dann.
Es müssten in der Werkbank schon fertig sein, in der einen unten. Ich weiß jetzt nicht welcher, weil ich jetzt nicht ehrlich gesagt geschaut habe, in welche ich die reingegeben habe, aber... Schau mal, ich habe da jetzt was geändert beim Hami. Achso, jetzt hast du nichts geholt jetzt, oder? Oh, hab ich. Achso? Von wo? Von oben. Ei. Ich habe das jetzt umgeändert. Jetzt habe ich getrennt zwischen fertig und nicht fertig gesessen. Weißt du, wo quasi die Zutaten drin sind? Fonds. So. Gut. Zwei Minuten ist es fertig. Ich weiß jetzt nicht, wo ich die reingeklickt habe, die Reparatur-Kits. Oder hast du schon rausgenommen? Das habe ich mal schon rausgenommen, ja. Ich hab nur eins gemacht. Ah, da oben sind's. Gut. Da lege ich die restlichen rein. Ich warte noch, ob sie den Spellziegel noch. Wow, es gibt einen besseren Kaffee auch. Was? Hast du Kunden anscheinend? Echt? Melasse-Kaffee. Was kann der? Bietet dir lange andauernde Energie und hält dich für Stunden warm. Viel Ausdauer die Herstellung hat normaler Kaffee. Was ist das? Habe ich jetzt nicht geschaut. Warte mal. Prozent. 25. Krass. Gar nicht aufgefallen. So eine Dose. Dose, Dose, Dose. Gut.
Gemüse, ein Topf. Da. Also ganz oben in der Schmiede mache ich jetzt das geschmiedete Stahl 967. Wow. Danach ist da mal kein Eisen mehr drin. Schauen wir mal, wie weit wir mit dem kommen. Hm. Weil. Weil. Aber ich schau gerade, wie das heißt. Fällt der Name halt wieder nicht an. Uns auch gerade nicht. Was ist denn die Falle jetzt? Klingenfalle. Eine Klingenfalle braucht 15 Stahl. Das heißt, wenn wir das wirklich so um, dann sind das 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, also 160 Stahl einmal. Ein bisschen mehr, 200. Mhm. Dann hat man den Bunker jetzt sehr. Also ganz zufrieden mit meinem ersten Bunker bin ich irgendwie nicht. Irgendwie hat das beim ersten Bunker viel, viel besser funktioniert, finde ich. Naja. Es war okay, aber es war irgendwie nicht optimal. Besser gemacht werden. Es wird schon. Kannst den Eingangsbereich halt neu machen. So. Läuft alles gut. Pilze brauche ich da. Das ist drüben an. Ich hab einen Maiskolben. Bup. Ein Maismehl habe ich drei. Du jetzt da noch zum Abschluss ein bisschen was kochen? Jo. Ah, da muss ich, muss schauen, dass ich mir Pilze mache. Du kannst eh überall hinsetzen. Ja, eh. Auf die habe ich eben viel zu wenig gesetzt noch.
Also da brauche ich mehr Maismehl. Chili Windbread Maisbrot. Maismehl und Wasser. Das heißt, Fleisch braucht man klarerweise auch mit. Was ist das? Wie mache ich Pilzsporen? Genau, mit Lehm. Ganz sagen, ganz vielleicht einmal. Ich draußen mal geschaut. Bitte? Vor den ganzen Eingangsbereich jetzt mal. Okay. Ich glaube, das ist draußen mal geschaut, bevor ich da jetzt irgendwie herumtüftle und vielleicht das noch repariere und beim nächsten Mal ist es kaputt und dann. Stimmt. So, die zwei lasse ich mal. Die werde ich dann auch ändern, aber schauen wir mal, was wir bekommen. Wir haben gesagt. Scheiße, ich sehe kein Holz da jetzt. Ich habe fest eingebildet, ich habe noch Holz. Ich muss auch mal schauen, ob ich irgendwo nicht fett ein Jagdgebiet habe. Ein Tierfett? Mhm. Ich habe was in der Kiste gelegt. Ja, 14 Stück. Ich habe das gefunden gehabt. Achso, das konnte ich jetzt nicht machen. Nix frei. Das macht mir da unten nix frei.
Ah. Ja. Oh, das ist ganz anders. Was willst du davon, wenn ich das mit diesem Gänsemarsch, was ich dir erzählt habe? Mhm. Könnten wir eigentlich in zwei Gänge verpacken? Mhm. Achso, wie ich meine? Dass einer dort steht. Genau. Wenn, dann sollte man aber so Schissscharten machen, die versetzt sind. Und was ist das? Dass man sich nicht gegenseitig abschießen. Na, wenn jeder einen Gang hat, kannst du hier nicht gegenseitig abschießen. Achso, nicht Sicht auf den anderen. Ja, da müsstest du ja gegenüberstehen. Ja, achso, ich dachte, du machst den Gang parallel. Ja, aber die Zombies kommen von vorne. Achso, so meinst du das, ja. Jetzt hab ich dich. Aber ich weiß halt nicht, wie ich das mit Elektrofallen dann mache. Also ich weiß nicht, ob wir das verkohlte Wildbret nicht weghauen sollen. Musst du sagen. Brauchen du halt echt nicht, wie es effizienter ist. China. Das ist doch effizienter Doppelgang und dafür links, rechts. Oh, ich bin jetzt unentschlossen. Das überlegen bis zum nächsten Mal. Mm. Ich weiß echt nicht, wie ich das denn. Ich weiß halt nicht, was für ich besser ist. Weil wenn ich einen Einzelgang mache, dann kann ich den nur ohne Strom machen. Also ohne diese Elektro, weil ich kann nicht auf einen breiten Gang zwei Masten stellen. Mhm. Ja. Scheiße. Ich bin ja infiziert. Mal genug, wenn dann machen wir was. Was denn? Antibiotika. Schmerzmittel. Nein, ich vertraue der alten Kunst, so wie ich es beim letzten Mal gebaut habe. So baue ich es mal auch. Das aufwendig herzustellen? Was? Antibiotikum? Oh, da braucht man auch Pilze. Ah, dafür das brauchen wir die Sandwiches. Echt? Mhm. Ah, da. Also gut, das sind diese, aber die natürlichen, okay. Ja gut, aber die natürlichen heilen nicht so viel. Okay, die anderen habe ich gar nicht mehr gefunden. Wir haben gar keine anderen normale mehr. Kann ich sagen. Weiß ich jetzt nicht. Sondern nur die natürlichen. Jo, von denen haben wir nichts mehr. Samen-Sandwich, so. Nitratpulver, Water. Stellen wir mal 10 her. Ich
Ich glaube, ich brauche eine. Ah, oder? Geht das runter? So, was haben wir? Nitratpulver haben wir gesagt. Nitrat. Jetzt die Sandwiches oben, alle. So, ich weiß jetzt nicht, wie viele. Rest machen wir beim nächsten Mal dann. So, habe ich es nicht Drahtpulver oben drinnen lassen, Alter. Passt, jetzt wird Antibiotika gemacht wieder. So, ich gehe jetzt auch nochmal noch die Samen abliefern und dann bin ich auch raus. Ah ja, Pilze. Da habe ich Pilzsporen. Wenn man was Neues probieren, wie funktioniert das? Was denn? Ich wollte einen Short hochladen. Also ich habe ein kleines Video hochgeladen. Aber es wird mir halt als normales Video. Was immer. Und nicht als Short. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ist es zu lang vielleicht? 27 Sekunden. Dass es vielleicht zu lang ist, weißt du? Eine Minute geht. Mhm. Das ist 27 Sekunden. Okay, das ist dann merkwürdig. Ich weiß nicht, an was es liegt. So 3-4 Mal probiert hochzuladen. Mühsam. Vor allem, wenn man nicht weiß, an was liegt. Ja, da will man was Neues ausprobieren und dann. Und zweimal habe ich schon sowas hochgeladen, da hat es schon erkannt, so kurze Videos. Muss das vielleicht ein anderes Format haben? Aber welches ist dann die Frage? Oder jenes
Das ist mir schon mein zweitstärkstes Monat, seitdem ich jetzt wieder mal. So, Leute. Wenn ihr wollt, schaut auf iEndings Kanal, der bringt echt gute Videos. Bei mir könnt ihr natürlich auch vorbeischauen. Alles verlinkt, beide Kanäle. Danke fürs Zuschauen, macht's gut. Ciao und Baba.